Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurer neuen Zwei-Tages-Botschaft für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wird es für dich auch ja, mit Sicherheit etwas Wertvolles bereithalten, wertvolle Karten, wertvolle Botschaften, wertvolle Lösungen, Unterstützungen und. Ne? Nehmt euch das heraus, was gerade zu euch passt. Wir werden heute 3 Karten aus Lennemore-Kartendeck wie immer ziehen für die Hauptüberschriften. Dann gibt es eine Krafttier-Orakelkarte und ergänzend natürlich eine Energiekarte, die nochmal, ja, ich sag mal, die ganzen Karten, Themen etc. abrunden, hoffentlich zumindest. Ne? Aber ich glaube, dass ich das immer so dann hinbekomme, dass wir das irgendwie abrunden können, ableiten können, denn das ist ja wichtig. So, Krafttiere, ich sag's auch immer wieder gern, denkt dran, nimmt denn gerne das Krafttier und das Schlagwort auch als Wochenbegleiter bis zum nächsten Krafttier-Orakel. Denn das kann immer ganz hilfreich und auch unterstützend sein. Das Feedback habe ich schon oft von euch bekommen, deswegen macht es gerne. Und natürlich macht auch sehr gerne den Klick da oben, Daumen nach oben. Was ist hier rausgefallen? Schauen wir mal ganz kurz. Oh, der Sarg, vielleicht für den einen oder anderen von Bedeutung. Neuanfang. Wo ein Ende ist, ist immer ein Neuanfang, da wo der Sarg ist. Ne? Unabhängig, ob ich jetzt die Karte jetzt mit in die Botschaft von den 2 Tagen nehme, ist es trotzdem wichtig. Ja, jetzt bin ich abgekommen hier, ne, wo ich noch schön hier am Mischen bin für die 2-Tages-Botschaften. Denkt dran, Daumen nach oben, freut mich total sehr. Kostenloses Abo auch natürlich und private Buchungen auch. So, was gibt es in den 2 Tagen jetzt? Ich nehme uns heute mal die allererste Karte hier und die letzte. Okay, und noch eine aus der goldenen Mitte. So, was haben wir da? Die Blumen, da haben wir die Störche und die Wolken. Ja, die Blumen, sind wir im Frühjahr, nicht mehr lange, aber noch sind wir drin, richtig drin. Und die Blumen sind jetzt im einen das Frühjahr, aber die Blumen sind auch alles, was uns erfreut. Und ich sage euch auch gerne, das kann das kleinste Lächeln von irgendwoher sein, bis hin zum Riesenpräsent, Geschenk, Veranstaltung, was auch immer. Es können die klassischen Blumen sein, es können tolle Gespräche sein, Einladungen und. Und diesbezüglich kommt eine Veränderung, ja, die zum einen, wir haben ja jetzt hier 3 Karten, die zum einen, ja, die Wolken sagen ja immer so ein bisschen Stress, Hektik bereiten. Irgendwas ist da vielleicht, worauf ihr euch auch freut oder was euch auch zugesprochen wurde. Das wird erstmal vielleicht, wir haben ja hier keine 4. Karte, noch ein bisschen ins Unklare wandern. Es wird irgendwas sein, womit ihr vielleicht auch gerechnet habt diesbezüglich, ne, also mit irgendwas Schönem hier, wo es zu einer Veränderung kommt, die erstmal noch nicht so greifbar ist. Die Wolken sind ja noch nicht, da kann man noch nicht durchgucken. Und die helle Seite haben wir jetzt, naja, eigentlich muss ich es anders interpretieren. Wir haben hier die helle und die dunkle Seite ist hier bei der 4. Karte. Aber dadurch, dass wir nur 3 Karten haben und ich hier keine andockende Karte mehr habe, möchte ich es mal einfach so global sehen. Ne? Dass man halt wirklich sagt, dass die Veränderung, dass da irgendwas kommt, wo wir jetzt noch nicht mit rechnen, was vielleicht gar nichts vorhersehbar war, was aber vielleicht sein muss, weil es könnte ja sein, dass jetzt auch die Sonne hier käme. Ihr wisst, ich versuche ja auch mal positiv und optimistisch zu denken und die höchste Glückskarte ist die Sonne. Das heißt, dass es vielleicht gut ist, dass eigentlich haben wir uns was gewünscht und wollten auch und es wurde uns auch versprochen oder wir haben die Einladung, wir haben die Konzertkarten, wir haben die Reise, wir haben dies, jenes, ne, Gehaltserhöhung, die neue Weiterbildung, was auch immer, der neue Job. Aber es ist gut so, dass ich da nochmal hinschauen darf, dass da noch nicht alles tutti ist, weil vielleicht hier noch was Besseres da ist oder was Alternatives. Oder wenn ich das gemacht hätte oder hingegangen wäre, dann wäre das und das vielleicht passiert. Ne? Was auch immer das sein kann. Es ist jetzt schwierig natürlich, das hier auseinander zu klamüsern bei 3 Karten. Ihr könnt es euch vorstellen. Also denkt auf jeden Fall vielleicht nur zusammenfassend so, dass irgendwas, ne, was in dem Sinne noch im Frühjahr sein sollte, und wir können es auch ganz klassisch nur auf das Frühjahr jetzt beziehen, wo eine Veränderung eigentlich da sein sollte, da auch ist, aber diese Veränderung noch nicht so durchzuschauen ist. Ne? Dass es eine Veränderung kommt, vielleicht, wo man damit nicht gerechnet hat, weil man war schon ganz positiv gestimmt und es passte schon alles und auf einmal kommt irgendwas, ja, was einen ein bisschen Stress, Hektik bereitet, was aber nicht heißt, dass es nicht dann nachher auch die Klarheit kommt und dass es auch richtig so war, dass es vielleicht anders gekommen ist oder wie auch immer. Ne? So, wir gucken uns aber natürlich hier das Krafttier ergänzend an und dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. So.
Und die Energiekarte. Seht ihr das Herz? Das wollte aber jetzt hier dreimal umkippen. Nein, nur zweimal. Wollen wir mal nicht übertreiben, würde mein Freund sagen. Weil ich sage immer so, das kriegst du in 2 Sekunden alles hin. Ich meine, ich habe immer so meine 2 Sekunden, dass man alles immer in 2 Sekunden schafft. Nein, natürlich utopisch. So, jetzt ziehen wir uns die Energiekarte hier zu unseren Karten. Und dann gucken wir uns mal an, was wir hier von Kraft haben. Selbstvertrauen, die 18, die Robbe. Wow. Und die 18, das ist der Hund ja auch. Ne? Und es ist ja auch nochmal das Vertrauen. Also wir haben hier doppelt Vertrauen auch. Und deswegen ist das total schön. Auch wenn irgendwas, eine Veränderung jetzt im Frühjahr kommt, wo ihr vielleicht Stress, Hektik damit habt, weil ihr da nicht so klar sehen könnt, ne? Da noch nicht durchblicken könnt, dann habt das Selbstvertrauen. Habt auch das mit dem Hund, ne? Mit der 18. Habt das Vertrauen, dass das alles so richtig sein soll. Ich habe ja vorhin schon gesagt, seht ihr mal, wie die Karten wieder mal so wie die Faust aufs Auge passen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wofür es auch richtig dann ist, weil vielleicht was Besseres da ist, weil was vielleicht passiert wäre, weil vielleicht was anderes wichtiger war, wo vielleicht ihr im ersten Moment das gar nicht gesehen habt, dass das andere viel wichtiger ist. Und das finde ich schön, Selbstvertrauen einfach zu haben, das anzunehmen auch, zu sagen, ja, dann ist es halt so, ne, ich nehme es auch an, ich gucke dahinter vielleicht, aber bin ich deswegen beleidigt, ne? Auch ganz wichtig, weil es ist ja oftmals so, wenn dann irgendwas da in die Quere kommt, dann sind wir direkt, oder es können wir direkt ein kleines, bockiges Kind werden, ne? Dann so, dann halt nicht, ne? Und dann motzen wir rum und sind da total in dieser Wut drin. Vielleicht sagen wir es auch anders, ja, wer weiß, wofür es gut war, ne? Wofür es sein sollte. Schau mal die Energiekarte dazu an, da haben wir die Unentschlossenheit, seht ihr, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Unentschlossenheit. Ich halte mich in allen Dingen des Lebens an meine Intuition. Seht ihr, Selbstvertrauen hier, Vertrauen. Unentschlossenheit heißt auch vielleicht, vielleicht hat man zu irgendetwas gesagt, ja, das ist super und ich freue mich und hat dann viel zu schnell ja zu irgendwas gesagt. Na, jetzt noch im Frühjahr auch und das holt einen auch ein und deswegen ist es vielleicht gut, dass man darüber nochmal nachdenken darf, weil man jetzt vielleicht ein bisschen Stress, Hektik damit hat, weil man eigentlich nicht konkret Ja gesagt hat. Jetzt habt das Vertrauen, habt das Selbstvertrauen, auch etwas zu revidieren und zu sagen, okay, dann ist es so, ne? Dann nehme ich das an und wenn die Veränderung mir das so zeigt, dass ich da nochmal drüber nachdenken darf und nicht alles so tutti ist, dann ist das auch wichtig für mich. Und ich halte mich in allen Dingen des Lebens an meine Intuition, ist nochmal dieses Reinhören und sich selbst vertrauen. Das haben wir hier mit Selbstvertrauen, Vertrauen. Du machst schon das Richtige. Letztendlich, die anderen Karten, die wir hier ziehen würden, die wären hier alle positiv. Ne? Auch wenn wir Lernfaktoren dadurch hatten, trotzdem wären sie positiv, weil sie hätten uns die Hinweise gegeben, dass das diese Veränderung wichtig war. Und wenn wir ein Bauchgefühl haben, Unklarheit, Stress, Hektik mit den Wolken, ne, wo wir nicht so ganz so klar das einschätzen können, wenn wir unentschlossen sind, dann hat das auch immer eine Berechtigung. Und dann ist es auch wichtig, dass wir dieser Berechtigung auch Raum geben und mal drüber nachdenken. Und das ist ein Riesenhinweis hier. Und da macht das bitte auch ihr Leben, weil das ist ganz, ganz wichtig und das würde ich mir echt wünschen. In diesem Sinne, dicken, fetten Drücker. Und ich freue mich, wenn wir uns am nächsten Orakel wiedersehen. Bis dann. Tschüss.